trotz chaotischer Zustände und einem erneuten Schock aus, halten die Let's-Dance-Kandidaten und Profitänzer bei RTL die Stellung. Auch am Freitag, 1. April 2022, geht die Tanzshow wieder auf Sendung. Mit diesen Tänzen wollen die Promis Jury und Publikum überzeugen. Es ist und bleibt chaotisch. Die aktuelle Let's Dance-Staffel scheint in diesem Jahr unter keinem guten Stern zu stehen. Nach zahlreichen Corona-bedingten Ausfällen müssen die Fans nun den nächsten Schockabgang verkraften. Sängerin Michelle wird an diesem Freitag nicht mehr übers RTL-Tanzparkett schweben. Wie bereits am Donnerstag bekannt wurde, leidet die Schlagerschönheit unter Rückenproblemen und muss aus gesundheitlichen Gründen aufhören. Ersetzt wird sie durch Caroline Bosbach, musste den Tanzwettbewerb in der 5. Folge verlassen, die damit eine zweite Chance bekommt. Bis auf Michelle hat der Sender RTL keine weiteren Ausfälle bekannt gegeben. Let's Dance am 1. April 2022, das sind die Tänze der 6. Live-Show. Demnach dürfen sich die Fans an diesem Freitag, 1. April 2022, auf insgesamt 9 Einzeltänze freuen. Um die Jury und auch die Fans zu begeistern, haben die Promis auch in dieser Woche wieder fleißig geübt. Wie hart die prominenten Teilnehmer um Matthias Mester, Amira Pocher, Janin Ullmann, Bastian Bielendorfer und Co. zuweilen von ihren Profitänzern und Tänzerinnen rangenommen werden, davon konnten sich die Fans von Let's Dance bereits im Vorfeld bei Instagram überzeugen. Es wurde gelacht, geschwitzt und reichlich geflucht. Mit welchen Tänzen sich die Promis in dieser Woche in die Zuschauerherzen tanzen wollen, das haben wir hier für Sie zusammengefasst. Let's Dance 2022, was tanzen Matthias Mester und Bastian Bielendorfer? Schon jetzt zählen Matthias Mester und Bastian Bielendorfer zu den absoluten Lieblingen der aktuellen Let's Dance Staffel. Doch können die beiden die Zuschauer und Zuschauerinnen auch in dieser Woche von sich überzeugen? Leichtathlet Matthias Mester, 35, und Renata Lusin, 34, wagen sich am 1. April an eine Rumba zum Song You're Beautiful von James Blunt. Deutlich schneller dürfte es dabei Comedian Bastian Bielendorfer, 37, und Ekaterina Leonova, 34, zugehen. Das Paar hat einen Tango zum Song Mission, Impossible von Lalo Schifrin angekündigt. Ob es diesmal mehr als 13 Punkte bisherige Bestleistung gibt?